Jan, zweiter Start in Regensburg, zweiter Sieg, das perfekte Pflaster für dich, oder? Ja, irgendwie scheint mir das doch hier ganz gut zu liegen. Ich meine, mir gefällt es auch richtig gut, also die Stadt ist super, Publikum ist top, die Strecken sind schön, von daher passt halt alles. Jetzt warst du letztes Jahr da, hast gewonnen, hat man noch eine, sage ich mal, etwas schwere Radstrecke da mit dem Berg, diesmal unter anderem Vorzeichen. Wie ist dir erst das entgegengekommen? Ja, ich meine, ich fand die Strecke im letzten Jahr auch schön. Ich meine, ich bin sie auch gut gefahren, von daher dann findet man es eigentlich immer ganz gut. Die neue Strecke ist deutlich einfacher sicherlich, aber auch nicht so schnell, wie ich dachte, beziehungsweise wie gesagt wurde, weil ich bin sie mit dem Auto mal abgefahren, habe gleich gesagt, wenn hier der Wind ein bisschen draufsteht, dann ist sie halt alles andere als schnell. Dazu kam jetzt auch das Wetter, was nicht so wirklich toll war. Wie viel hat das ausgemacht? Ja, also ich denke schon, dass ich mit der Leistung heute die 8 Stunden schon hätte knacken können. Wurmt es, wenn es am Schluss dann, ja, es waren ja zumindest keine 20 Sekunden, sondern es war ein bisschen mehr, aber wurmt es trotzdem? Ja klar, weil ich halt lange auf Kurs halt lief. Also ich habe häufig eine Info bekommen, dass es halt knapp unter 8 ist. Dann hat auch mein Begleitrad halt immer gesagt, ja, jetzt bist du bei 8.00.11, 8.00.15. Also er hatte relativ detaillierte Infos und da habe ich halt auch immer versucht, so ein bisschen zu pushen. Aber die letzten 4 Kilometer, da war der Ofen irgendwie aus. Ich meine, ich hatte einen wirklich top Lauf heute, aber 3-4 Kilometer vom Ziel ging halt irgendwie nichts mehr mit Pushen und da habe ich dann doch ein bisschen Zeit liegen lassen. Jetzt hattest du ja nach dem Rad von eben gut 10 Minuten Rückstand auf den Sebastian Neef. War das, sage ich mal, dann immer noch in der Planung, dass du gewusst hast, die Beine sind so, dass du das zulaufen kannst, oder wärst du gerne mit ein bisschen weniger Rückstand auf die Laufstrecke gegangen? Am liebsten wäre ich mit gar keinem Rückstand auf die Laufstrecke gegangen. Also der Plan war ganz klar, das Rennen halt auch mitzubestimmen, und das ist mir halt nicht gelungen. Das habe ich mir schon deutlich anders vorgestellt und ich muss auch einfach gucken, woran es liegt, dass ich einfach auf dem Rad gerade nicht so konkurrenzfähig bin. Es hat sich auch alles andere als gut angefühlt. Also das lief überhaupt nicht planmäßig, und normal muss man sagen, wenn du mit 11 Minuten oder 10 Minuten, was es jetzt waren, glaube ich, Rückstand absteigst, dann ist das Rennen eigentlich meistens gelaufen. Ich habe mir dann irgendwie gesagt, gut, du riskierst halt alles. Entweder gewinnst du das Ding oder explodierst halt voll. Aber einen dritten, vierten Platz brauche ich hier nicht. Der bringt mich irgendwie auch nicht groß weiter. Und als ich dann halt beim Laufen gemerkt habe, dass ich halt relativ schnell rankomme oder zumindest Zeit gut mache, habe ich dann schon so ein bisschen darauf spekuliert, dass ich einen Sebastian kriegen kann. Das ist dann halt schon, ich glaube, bei Kilometer 24, glaube ich, bin ich vorbeigelaufen, irgendwie sowas um den Dreh. War mir dann fast schon ein bisschen zu früh, muss ich sagen, weil ich dann, ja, dann hast du halt noch fast die Hälfte. Lieber so ein Loch lassen wie bei den Radfahren, oder? Und dann am Schluss zuschlagen. Ja, ohne Witz. Also ich habe mir wirklich so ein bisschen überlegt, so dritte Runde wäre halt gut, irgendwie ranzulaufen. Dann hast du die letzte Runde, die kriegst du irgendwie durch. Aber jetzt so 2 Runden nochmal so komplett alleine zu laufen, ist manchmal fast ein bisschen schwerer. Ja, letztes Jahr sind wir eben hier auch gestanden, hast du gewonnen, war das ja so, hast gesagt, ein Befreiungsschlag. Wie wertest du den Erfolg heute? Wie ordnest du ihn ein? Ja, für mich ist einfach so ein bisschen eine Bestätigung, dass ich nicht alles falsch gemacht habe. Ich hatte eigentlich im Vorfeld ein gutes Gefühl, habe allerdings nicht das beste Jahr oder so in der, gerade das Frühjahr war bei mir ziemlich, ziemlich vermasselt durch Verletzungen. Von daher wusste ich nicht so richtig, wo ich stehe, und habe einfach auf die zweite Saisonhälfte von vornherein gesetzt, und von daher denke ich, bin ich jetzt so ganz gut auf Kurs. Der Plan ist genauso wie letztes Jahr. In 4 Wochen mache ich halt das Rennen in Almere. Ist ja jetzt auch dieses Jahr, glaube ich, noch EM. Also ein zweiter Titel wäre irgendwie ganz, ganz angenehm für mich. Ich meine, ich bin jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste. So mit 37 da würde es mir ganz recht passen, irgendwie noch 2 Titel mit nach Hause zu nehmen. Also dann gibt es vielleicht das Doppelte sozusagen, Almere Challenge Regensburg und Challenge Almere. Und nächstes Jahr mit 38 dann nochmal hier? Ja, also jetzt erstmal das Doppelte. Die 8 Stunden habe ich mir dann halt für Almere halt aufgespart. Und ja, ich gehe schon davon aus, dass ich nächstes Jahr hier wieder herkomme, weil, wie gesagt, hier gefällt es mir gut. Hier ist es auch mit der Familie eigentlich super. Leider konnte meine Frau jetzt mit unserem Sohn halt nicht mitkommen, aus beruflichen Gründen. Das wäre halt eigentlich so ganz, ganz schön mit den beiden noch hier. Und von daher glaube ich schon, dass wir nächstes Jahr in kompletter Mannschaft hier antreten.
würden wir uns darauf freuen. Erst nochmal, hat Spaß gemacht, dir heute zuschauen im Rennen. Kostet den Erfolg richtig aus und danke fürs Interview, Jan. Dankeschön.